das ist das Chaos in der Welt, aber wir versuchen uns davon nicht kleinkriegen zu lassen, sondern oder es irgendwie zu verneinen, sondern vielleicht eine Haltungsveränderung oder eine eigene Hinterfragung zu schaffen. Wie positioniere ich mich eigentlich in dieser Welt? Wie passiv bin ich eigentlich oder wie aktiv bin ich eigentlich? Ich bin hier heute im MDBK bei der Doc Neuland Ausstellung. Die Ausstellung findet auch im Rahmen des Doc Festivals statt. Und hier präsentieren 10 KünstlerInnen aus der ganzen Welt mal eine bisschen andere Art von Film. Es geht hier nämlich hauptsächlich 360-Grad-Filme und auch VR-Projekte, in denen man ganz interaktiv in die Kunstwerke, in die Filme eintauchen kann. Generell ist es so, dass wir uns vor ein paar Jahren am Festival gefragt haben, was für Stories gibt es eigentlich noch außerhalb des Films. Und dann haben wir uns darauf klar gemacht, okay, Virtual Reality, Augmented Reality, 360-Grad-Film, insgesamt interaktives, immersives Storytelling braucht viel mehr Räume, die vielleicht mal in Museen da sind, vielleicht auch mal bei Festivals da sind. Aber wir haben fest entschieden, wir werden das jedes Jahr und immer machen, damit diese Narrativen und auch diese neue Technologie einen Raum findet und sich entfalten darf. Ja, ich habe gerade Tangible Utopias Urban Futurism gemacht. Das ist auch eine VR-Erfahrung hier, die aber sehr frei ist. Also man ist anders als in anderen, wo man an einem Ort steht oder sich vielleicht automatisch durch die Welt bewegt und sich nur umschaut, ist man vollkommen frei in seinen Bewegungen und auch in der Interaktion. Also man hat ganz viele Möglichkeiten und nach einer kurzen Eingewöhnungszeit ist es super intuitiv. Man hebt die Hand, hat eine Karte, kann da drin rumspielen und so Sachen. Man kommt ganz leicht von einer Welt zur anderen. Man hat komplett freie Bewegungsmöglichkeiten. Man kann das Licht einstellen und sowas. Aber auch eine Warnung, es ist sicherlich nicht für alle, weil diese freie Bewegung passiert nur im Kopf erstmal. Und wenn die Füße stillstehen, dann kann einem schon ein bisschen schwummerig im Bauch werden. Look around. Maybe there's more. Certainly there's something, isn't there? We can't see it all. We know that, don't we? Because the reality is, when you are able to put these headsets on, which is a rare opportunity, you get an experience that it's just not the same as if you're watching it on the internet or watching it. Or I can make a flat version of this. You could play it on that TV, but it just doesn't. It doesn't work the same. And that's new. At least it's new to me. Ich denke, dass es gerade bei Virtual Reality, wo es einen riesengroßen Tech-Hype gab, es gab einen riesengroßen Hype aus der Pornoindustrie, das auch aus der Kultur ein Gegengewicht kommt und sagt, das ist mehr als nur ein Hype, es ist mehr als ein Konsumobjekt, das ist ein Moment, der uns wirklich uns erweitern kann, der uns in andere Welten bringen kann. Und deshalb ist es uns wichtig zu sagen, das ist auch ein Artefakt, also ein Cultural Artefakt, das ist ein Kulturgut, was wir hier versuchen zu etablieren. Erstmal sitzt man da nur so und ich habe mir immer gedacht, wow, was passiert denn jetzt? Jetzt muss doch irgendwas passieren. Aber man beobachtet am Anfang wirklich nur und es ist sehr ruhig. Und irgendwann fängt es dann an zu regnen und dann wird der Regen zum Meer. I feel like VR itself, if you think about it, it's pretty much a very lonely experience. You don't get to experience with other people. The 360 films, for instance, like the interactive ones, yeah, you can. But I feel like VR is the perfect medium to talk about the things in the, like the things inside of the film. Après la quarantaine, avec qui j'ai perdu le contact? Nous sommes habitués à nous parler par vidéo et lorsque nous nous sommes vus après quelques mois, je n'ai pas ressenti la même affection. Je me sentais trop mal à l'aise pour lui parler vraiment. Je pense que c'était le même pour lui.
Aber wenn wir genauer hinschauen, sind diese Prinzipien eigentlich etwas, dadurch, dass wir es selbst geschaffen haben, auch sehr wandelbar und sehr veränderbar. Und die Grundidee dieser Ausstellung ist zu sagen, wenn wir ein Leben oder unsere individuellen Biografien und auch große Biografien als total geordnet und verräumt und sicher ansehen, dann gibt es ja gar keine Motivation mehr, etwas zu verändern. Ja, wir haben uns jetzt hier einige Ausstellungsstücke angesehen, teilweise eben in VR, interaktiv, teilweise als 360-Grad-Film, nur zum Schauen. Ehrlich gesagt, bei einigen Sachen habe ich mich gefragt, bringt dieser 360-Grad-Effekt noch irgendeinen Zusatz? Aber gerade diese VR-Sachen sind zwar noch technologisch beschränkt, aber es ist schon echt eine coole Sache, auch für Filme, auch für die Zukunft. Das wird sicherlich noch einige Jahre dauern. Im Moment ist es noch vielleicht ein bisschen stressiges Unterfangen. Aber für solche Kunstinstallationen ist das auf jeden Fall echt ein großes Ding. This exhibition is just fantastic. As a maker, to meet other people who make this stuff and be able to get introduced to them and be part of it is for me really, I mean, essential.